Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Scrap Mechanics Survival in einem kleinen Tutorial, wie man sich mit drei Logic Units, also logische Einheiten, Logic Gates, einen automatischen Entlader bauen. Wir haben hier einen Knopf zum... Moment, wenn normalerweise der connected, so. Zum automatisch Entladen. Das ist ja im Normalfall, wenn man zurückschiebt ganz. So. Kann man ja so hier... alles einfüllen. Das ist aber ein bisschen zart. Das heißt, wir bauen uns mit den logischen Einheiten hier eine Schaltung zusammen. Und brauchen einen Schalter, um die Schaltung abzuschalten. Ein Schalter, um die Schaltung abzuschalten. Wow. Also, das erste machen wir ein NOR. Hier ein OR und hier ein OR. Das schaut dann nämlich so aus, wenn man das NOR mit OR, das OR mit OR und das OR mit NOR verbindet, blinken die ganze Zeit. Dann nehmen wir das NOR, geben es an den Schalter ran und das war's auch schon. Dann kann man das abschalten. Und da die immer ein aus machen, kann man sie natürlich jetzt auch an die Vakuumpumpe hängen. Das machen wir jetzt. Hier. Zack. Und jetzt wird es gleich staunen. Zack. Das Ding ballert von allein. Ein paar Sachen habe ich schon produziert. Ich sollte die mal wegbringen da. Ja, also jetzt. Seht ihr, ein paar habe ich schon gemacht. Aber ich hoffe, das hilft euch beim Tutorial. Ihr habt immer ja noch den Knopf dazwischen, um selbst was zu machen. Aber prinzipiell zum Entladen finde ich diese NOR und OR recht gut. Ich verbinde jetzt, wie gesagt, das NOR mit OR, das OR mit OR und das letzte OR mit NOR. Dann blinken die immer. Also man legt den Schalter um. Und dadurch, damit das eh aufhört zum Entladen, sobald kein nichts mehr drin ist. Einsetzt in die Framework ist schon in die Knie. Da das sowieso aufhört, sobald es erledigt ist. Kann auch nicht viel schief gehen, ihr müsst es nur auf jeden Fall wieder abschalten, bevor dann irgendwas komisches passiert. So, noch 10, noch 8, 7, 6. Das sind nochmal die Erdäpfel drin, die kann ich hier nicht rausbringen. Ich kann euch leider nicht sagen, warum man manchmal die Frameworks im Keller geht. Jetzt hier, erledigt! Schalt meine Schalter ab. Alles gut. Kann nichts mehr passieren. So. Das war's. Die kurze Dauerentladung Tutorial mit drei logischen Gates. Ist nicht schwer zu bauen. Erspart viel Klickerei. Man kann auch dabei weggehen. Da passiert im Normalfall nichts. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Und ich weiß keine Ahnung, wie ich das jetzt benennen soll. Den Part. Automatische Entladung, irgendwas. Das drehe ich immer nur um, dass nichts passiert im Notfall. Wenn ich das einschalte, macht dann eigentlich nicht, kann nichts machen, weil er nichts zum Ansaugen hat. Aber ihr seht, das funktioniert recht cool. Und das war's. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part, im nächsten Guide, im nächsten Tutorial oder einfach im normalen Gameplay. Aber jetzt müssen wir das, glaube ich, auch mal wegtransportieren. Okay, danke. Bis zum nächsten Mal, lasst es ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Comments, wenn ihr das wissen wollt, beziehungsweise ein Comment wäre allgemein super nice, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.